Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja in meiner Reihe über Chorum schon einige Videos gedreht und ich muss erstmal nachschauen, welche Folge das jetzt hier ist. Ich glaube, es müsste Nummer 8 sein, über meine Auswanderung nach Chorum. Ich habe erzählt, dass ich fast 6 Jahre damals und auch durchgängig in der Türkei gelebt habe. Bin nur immer mal zu den Geburten einen Monat nach Hause gekommen, und also nach Deutschland, und war sonst durchgängig dort, habe bei der Familie meines Mannes gelebt, und meine Erlebnisse, die teile ich gerne ab und zu mal mit euch. Ab und zu brauche ich auch eine Pause, weil es ist auch inzwischen nach so vielen Jahren, die ich dort weg bin, alles schon nicht mehr so präsent. Ich muss ein bisschen in meinem Gehirn herumstöbern, habe die Sachen schon alle erzählt, die so wichtig für mich waren, habe euch über die Schule erzählt, habe euch über das Dorfleben erzählt, habe euch erzählt, wie ich mich eingewöhnt habe, wie wir überhaupt dahin gegangen sind, warum wir uns überhaupt dazu entschlossen haben. Und heute dachte ich mir so, die Reihe ist noch nicht zu Ende. Also ich habe noch ganz viele Sachen in petto, aber ich möchte euch jetzt schon einmal erzählen, warum ich denn mich überhaupt dazu entschlossen habe, wieder zurückzugehen. Ja, weil irgendwann sind wir ja dann auch wieder zurück nach Deutschland. Und man könnte auch, wenn man mir zuhört, so ein bisschen so einen nostalgischen Eindruck gewinnen, dass das alles so toll war und dass mir das alles... Mein Popo tut weh, ich sitze hier schon beim 5. Video. Bin hier gerade auf der Erde, um einmal Positionswechsel machen. Man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass das alles so toll war und dass ich das so ein bisschen verkläre, die Situation. Nein, ich weiß schon, es war ein sehr, sehr hartes Leben und es war nicht einfach und es gab auch viele Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Aber ich habe viele positive Erlebnisse mitgenommen, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, den ich heute bin. Ich habe dieses Leben als sehr prägend empfunden. Es hat mich zu dem Türken gemacht, der ich heute bin, weil ich schon glaube, dass ich eine sehr türkische Denke habe und denke, ne, ich weiß nicht, ob es grammatisch korrekt ist, das zu sagen, aber es ist so, ich mache schon viele Dinge sehr türkisch und auch sehr altmodisch türkisch und bin auch von vielen Dingen so überzeugt, dass das so richtig ist für uns, auch so zu sein und so zu leben, aber ich weiß auch, dass es sehr arbeitsreich und sehr hart war, ja, und auch alles andere als einfach, aber man hat es ja überstanden und es hat mich geprägt, es hat mich gebildet, es hat mich sehr nahe an die Menschen gebracht, die dort waren und die dort immer noch, ich bin überzeugt davon, genauso leben, wie als ich noch da war. Und das Wissen daher mich auch gut in dieser traditionellen Welt zurechtzufinden, das gibt mir unheimlich viel. Ich verstehe die Menschen besser und ich kann sie besser einschätzen und ich kann die Unterschiede erkennen, die sich heute auftun und die für mich wirklich so schnell gegangen sind in den letzten Jahren. Das Leben hat sich teilweise so verändert in der modernen Gesellschaft, in der modernen türkischen Gesellschaft. Das schockiert mich manchmal und ich glaube auch nicht, dass das gesund ist für die Entwicklung der Kultur und der Menschen. Aber das kann ein anderes Thema sein. Ich möchte heute einmal darüber sprechen, wieso bin ich denn weg, wenn das alles so toll war. Wie gesagt, es war nicht alles toll, es war alles auch sehr, sehr schwer und hat natürlich auch einen Grund, ja, der liegt da drin begraben. Ihr müsst wissen, am Anfang unserer Auswanderung haben mein Mann und ich uns entschlossen, es eigentlich zusammen zu machen. Mein Mann war willens, sehr oft in die Türkei zu kommen, mindestens die Hälfte des Jahres dort zu sein, mal 3 Monate zu kommen, vielleicht einen Monat zu gehen. Also da wir ja alle als Familie komplett, ich bin mit zu Anfang mit 4 Kindern ausgewandert in die Türkei nach Chorum. Mein Mann blieb ungefähr 6, 7 Wochen, haben dann ja einige Schwierigkeiten gehabt und ich habe dann ja oben die Wohnung eingerichtet bei uns in diesem Mehrfamilienhaus und sollte erst bei der Schwiegermutter leben. Das könnt ihr euch gerne die Reihe angucken, aber das habe ich ja dann doch nicht geschafft und auch nicht gewollt mehr, sodass ich dann in das Obergeschoss gezogen bin. Wir haben die Mieter gebeten auszuziehen, das haben sie auch netterweise gemacht. Früher war das gar kein Problem, man hat überall Wohnungen gefunden und dann bin ich da rein mit den Kindern und Schwiegermutter ist auch mit. Die war dann so ein halbes Jahr bei mir, hat sie mit mir gelebt und dann hat sie auch gemerkt, das ist jetzt doch nicht so das Wahre mit der Deutschen und fühlt sich dann doch lieber bei ihrer türkischen Schwiegertochter besser aufgehoben. Jedenfalls, ich weiß nicht, ich glaube, dass sie das so gedacht hat und sie ist ja schon lange verstorben.
Ja, aber ich habe mich sehr schnell eingelebt. Ich habe mich auch sehr gut angepasst. Ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell anpasst, auch an Lebensumstände, die schwer sind. Aber was nützt das, rumzuheulen? Es ist eben so und man muss sich dann auch an Riemen reißen und lernen, dazulernen. Und der Mensch kann sehr viel lernen, kann sich sehr gut anpassen, wenn er es nur will. Und ich will, ja, ich bin immer darauf bedacht, das Beste für meine Kinder zu wollen. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt und ich will auch und ich möchte dazu lernen. Und das Leben ist ja aber so. Und ich war ja auch froh, eine riesengroße Familie dazu zu bekommen, weil meine Familie hat mich ja verlassen. Ich hatte ja niemanden und war auch sehr glücklich, dass ich so aufgenommen worden bin und dass sie mich alle vermeintlich auch gerne mochten. So hatte ich jedenfalls das Gefühl, sie haben mir immer das Gefühl gegeben, dass es ist. Ich glaube das auch jetzt noch, dass es so ist. Ich bin halt die Deutsche, ich bin halt anders. Das haben sie auch immer respektiert, wenn mein Name fällt. Ich heiße ja Fatma, das ist ja mein muslimischer Name, Fatma. Man muss sich ja, wenn man zum Islam konvertiert, einen islamischen Namen ausnennen. Und da haben wir dann Fatma für mich auserwählt. Also ich heiße da einfach Fatma Kerstin. Kann sowieso niemand aussprechen. Da sagen sie immer Keskin zu, was scharf heißt. Ne? So Keskin, scharfe Messer oder so. Fatma bin ich eben in der Türkei bei meinen Verwandten. Und wenn die meinen Namen hören, dann wissen sie sofort, ehrlich, die lügt nicht. Die ist immer sehr direkt auch, sagt alles so, wie es ist. Aber sie macht manche Dinge schon so ein bisschen eigenartig. Und das finden wir dann sehr korrekt auch. Mit ihr kannst du dann, ne, beste Beispiel Antibiotikum, wenn meinen Kindern Antibiotikum verschrieben wurde, dann gebe ich auch nur meinem Kind dieses Antibiotikum und nicht nur den Nachbarskindern und den Verwandten und den Leuten, die auch krank sind. Ne, das fanden sie dann damals immer sehr eigenartig. Ich habe auch immer erklärt, warum das so ist und dass ich eben mein Antibiotikum meinem Kind geben muss, weil sonst ist es sinnlos, dieses Medikament überhaupt zu geben. Ich habe versucht, es ihnen zu erklären. Sie haben es nicht verstanden. Standen natürlich dann auch nicht wieder vor 30 Jahren mit meinem Anfänger-Türkisch. Das war alles, geglaubt hat man mir wahrscheinlich sowieso nicht so richtig. Heute weiß das natürlich jeder, aber es wird immer noch nicht so richtig gegeben. Ne? Also wenn es den Kindern besser geht, dann würden die Medikamente so wie abgesetzt. Ja? Und ich bin sicher, dass auch immer noch den Geschwistern das Antibiotika mitgegeben wird in der einen oder anderen Familie. Das ist einfach zu viel, das, was man nicht verstehen kann. Man denkt halt, ein Medikament, das kann man ja dann auch den anderen geben und das hilft ja dann auch für jeden. Ne? Dass es eben Antibiotikaresistenzen gibt, wenn man das nicht zu Ende nimmt, da, das kann man einfach so vor 30. Ich konnte das nicht erklären. Menschen, die vom Dorf kamen, die gerade vielleicht vom Glück sagen konnten, dass ein Fernseher ihr eigen ist. Ja, niemand hatte richtig Telefon damals. Also es war wirklich, das kann man nicht erwarten, ja. Nur das tut ja alles nicht zur Sache. Ich war halt die, die ich war und ich habe auch, wie gesagt, viele Dinge anders gemacht, dass ich meine Kinder alle um 7 Uhr ins Bett gebracht habe abends, um 19 Uhr war zappenduster, alle mussten ins Bett, auch wenn Sommerferien waren, ja, es war einfach ein Rhythmus drin, dass kleine Kinder eben nicht bis 12 Uhr nachts überall rumlaufen, sondern die müssen schlafen, ob sie eine Schule haben oder nicht, das ist völlig Wurst, das ist auch so ein Prinzip, ich war ja auch eine Übermutter, ich habe ja alles 100%ig gemacht, habe ich schon oft erzählt und das war natürlich kaum verständlich. Ne? Das war einfach auch, dass ich immer meinen kleinen Kindern hin und hinterher gelaufen bin. Ja, wenn die alle sind da rumgewuselt, aber ich hatte eben Angst, dass meine aus dem dritten Stock vom Balkon fallen, weil die da auf der Balkonbrüstung die Kinder sich immer hochgehangelt haben. Und ich hatte Angst, dass sie auf einmal weglaufen und ich sie nicht wiederfinde, was übrigens zweimal passiert ist. Das werde ich euch in einem anderen Video nochmal erzählen. Aber ich war halt immer so ein bisschen eigenartig, war sehr deutsch und natürlich bin ja auch so aufgewachsen. Ich war ja auch noch jung. Ich war, glaube ich, 24, als ich runterging und das alles, trotzdem haben sie gut aufgenommen, sie haben mich immer gut behandelt, sie haben mir immer geholfen, sie haben mir immer alles abgenommen. Wenn ich brauchte nur irgendwas sagen und meine Schwägerin, die für mich zuständig war, die unten lebt und auch die Ältere oben, die haben alles getan, um wirklich jeden Wunsch mir von den Augen abzulesen. Aber es waren halt auch viele Abers da und im Laufe der Zeit, wo du dort lebst, das sind besonders auch die Wintermonate, wo man so eng aufeinander hockt. Ihr müsst euch vorstellen, diese türkischen Winter in Anatolien waren sehr hart. Ja, wir hatten ja keine Heizung, also wir haben nur Ofenheizung gehabt. Ich habe im dritten Stock gelebt. Ich habe erzählt, ich musste die Kohle nach oben schleppen. Ich musste vorher das Holz hacken. Natürlich immer haben mir viele geholfen, aber es musste halt auch jeder machen. Ja, und ich habe immer zwei Zimmer beheizt. Das heißt, ich musste
zwei Zimmer am Morgen aufheizen, an der Nacht noch mal ein bisschen nachschmeißen, damit auch die Nacht möglichst einigermaßen warm ist. Und meine Kinder waren immer krank. Ich hatte überhaupt eine Dauerbelastung im Winter, weil alle waren krank. Immer, immer durchgehend den ganzen Winter und auch schwer krank. Ja, die haben richtig doll Husten gehabt und waren richtig doll Schnupfen. Das ist auch nie weggegangen, gefühlt richtig. Wir sind andauernd zu den Ärzten gelaufen, was auch belastend ist. Das hatte euch erzählt, dass ich da, dass man nicht nur einfach ein Antibiotikum bekommt, wenn es eine bakterielle Infektion ist, sondern du kriegst auch Antibiotika gespritzt und das jeden Tag. Das heißt, du musst auch jeden Tag ungefähr 1,5 Kilometer laufen zur nächsten Gesundheitseinrichtung, die habe ich euch mal erzählt, Saloja, um da die Spritze zu bekommen, musst auch wieder warten, bist mit vielen anderen Menschen zusammen, die auch alle krank sind, ja, und musst jeden Tag dahin und 7 Tage die Woche, manchmal 10 Tage, die diese Spritze geben lassen, Antibiotika spritzen, 3-mal oral Antibiotika trinken, plus Hustenlöser, plus Schmerzmittel und das in diesem Winter draußen mit Schnee und Eis, Meter hoch, ja, und es hingen Eiszapfen von den ganzen Häusern, solche Kauschis, also wenn die da runterfallen von den Mehrfamilienhäusern und du da unten gehst, das kann man nicht überleben, ja. Deswegen haben wir von unserem Haus auch immer die Dinge abmachen. Das hat aber lange nicht jeder gemacht. Du kannst auch gar nicht so viel hacken, wie die wieder neu kommen, ne? Also es sind, hat er euch erzählt, wir hatten Typhus einen Winter lang, ja, da sind die Menschen nur so um mich herum gestorben, ja, alle Nachbarn und es war auch in der Schule manchmal Fall aufgetreten und du musst deine Kinder aber trotzdem zur Schule schicken. Ich habe sie dann 2 Tage nicht geschickt, aber wie oft willst du sie denn hinschicken? Die mussten ja, ja. Das alles gepaart, ja, und am Ende war dann mein zweitältester Sohn dauerkrank. Er hat dann eine Lungenentzündung bekommen, die nicht richtig diagnostiziert wurde, nicht behandelt wurde richtig. Dann kam mein Mann, habe ich gerufen und er kam dann und in die Türkei. Wir sind dann nach Çorum gefahren. Wir haben ja nicht in Çorum gelebt, sondern ein bisschen außerhalb. Und sind wir dann ins Krankenhaus und die haben auch eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert und waren öfter schon mal mit ihm im Krankenhaus, weil er so dünn geworden ist. Dann haben sie Würmer gedacht, das sei das. Haben eine Wurmkur gemacht, wurde auch nicht besser. Also mein ältester Sohn, der war eigentlich dauerkrank dort und der war richtig dünn, wirklich Knochen nur noch. Wir haben alles Mögliche probiert und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen. Meine Tochter war 5., 6. Klasse und ich habe dann gesagt, ich gehe zurück. Ich möchte einfach, dass meine Kinder, dass wir alle wieder als Familie, mein Mann, das kommt noch dazu, der hat es eben nicht geschafft, so wir gedacht haben, den meisten Teil des Jahres zu uns zu kommen, sondern wie jetzt auch, war ja selbstständig, hat eine eigene Firma gehabt und er war wirklich total beansprucht. Wir haben wirklich keine Zeit gehabt. Der kam ein-, zweimal im Jahr, dann für 2, 3 Wochen, aber das ist ja, das geht ja nicht. Ne? War auch nochmal dazwischen, dass mein Mann einen ganz, ganz schweren Autounfall in der Türkei hatte, als er einmal in Urlaub gekommen ist. Davon hat er sich lange nicht erholt, hat einen ganz komplizierten Armbruch, wurde 2-mal operiert. Deswegen, also irgendwann haben wir die Entscheidung gemeinschaftlich getroffen, mein Mann und ich, dass wir wieder zurück nach Deutschland gehen. Die Lebensumstände haben das einfach bedingt. Ja, es war nicht mehr möglich, diese getrennt zu leben. Wir mussten wieder eine Familie werden. Wir mussten unsere Kinder jetzt mal einen Wechsel gönnen, ja, in eine deutsche Schule und wieder deutsche Wohnung, deutsche Luft vor allen Dingen, deutsche Ärzte. Ja, damals war das wirklich mit den Ärzten in einem kleinen Dorf da, wo ich war, Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Ich hatte euch erzählt, mich auch da mal gezofft mit denen. Also es war nicht so wie heute, ja, wirklich nicht. Es war nicht schön und es war auch nicht sauber und es war überhaupt nicht schön. Und ich bin, das war ein Hauptgrund, die Gesundheit und die ärztliche Versorgung dort und die dauerhafte Schnupfen-Husten-Sache meiner Kinder. Mit natürlich der Trennung von meinem Mann, die wir da gelebt haben, ja, er in Deutschland und ich hier, dass wir da die Entscheidung getroffen haben, wir gehen zurück. Ja, das war alles zusammen eine große Entscheidung für mich persönlich, aber die stärkste, die Gesundheit meiner Kinder. Ich habe gemerkt, in den Sommermonaten war alles toll, ja, natürlich hatten die Kinder in den Sommermonaten andere Krankheiten. Meine Tochter hatte sehr starke Kopfschmerzen immer, sie hatte auch einen Nabelbruch, so wie ich musste 2-mal mit ihr nach Deutschland, musste sie operieren lassen.
Aber das war dann auch immer wieder gut. Aber diese dauerhaften Kopfschmerzen hatten viele meiner Kinder mit zu kämpfen. Es war halt sehr heiß, ja, schon im Frühling. Und der Stress auch in der türkischen Schule, es war alles so wuselig. Es war sehr viel los, sehr viel Lärm. Es war alles natürlich schon auch anders als vielleicht in der deutschen Schule. Ich weiß es nicht, jedenfalls. Sommer war trotzdem alles toll, ja. Die Kinder hatten ja auch 3 Monate Sommerferien. Die Sommer waren einfach nur herrlich, ja. Viel gespielt, viel Kinder. Kinder, viel Verwandte und die Kinder sprachen ja inzwischen auch perfekt Türkisch. Es war überhaupt gar kein Problem mehr. Aber im Herbst merktest du schon, langsam fängt es wieder an. Und spätestens als die Ofenheizung wieder angemacht wurde, weil natürlich auch das ist keine gesunde Luft, das darfst du nicht vergessen. Ja, ich hatte euch schon mal erzählt, wie es ist, wenn man eine Ofenheizung hat, ist es ein Raum richtig heiß, weil der Ofen muss durchheizen, damit die Kohle richtig ankommt, an heiß wird, weil die Kohle glüht erstmal nur so oberflächlich und wenn du das dann wieder runterdrehst, kommen erstmal giftige Dämpfe raus von der Kohle und der Ofen geht wieder aus. Dann darfst du nochmal Holz rein. Also ich habe den Ofen immer so angeordnet, dass ich einen dicken Mescheholz, Buchenholz heißt das, glaube ich, auf Türkisch, schon ein Holz, was sehr dick ist. Das tust du in die Mitte Kufa heißt das auf Türkisch, also in diesen Metalleimer, der dann reingehoben wird in diesen ganz altmodischen Ofen. Das ist so ein runder Ofen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich zeige euch das, wenn wir wieder in Çorum sind. Und dann hast du so einen Eiseneimer, einen ganz normalen Eimer, wie du ihn dir auch so einen Mülleimer vorstellst, aber aus Eisen. Dann machst du einmal diesen dicken Baumstamm, den Mescher da rein, so ein dicker Stamm, so dick. Und dann kommt da rundherum, habe ich alles gelernt, ne? Ich kann das alles. Ordnest du die Kohle da drum rum und oben kommt dann dünneres Holz drauf, also ne, oben zum Anbrennen. Und idealerweise hat man dann noch so ein bisschen, der Neffe meines Mannes hat in einer Autowerkstatt gearbeitet und dann hat er immer die Lappen, die er benutzt hat, so alte Klamottenlappen, alte T-Shirt-Lappen und so, die kleingeschnitten waren, haben sie dann immer benutzt, um das Öl abzuwaschen von den Motoren. Und dann hat er die immer mitgebracht in so einer Tüte und die waren mega beliebt, ja, weil da brennt der Ofen natürlich richtig toll, wenn du diese Tücher unter das Holz tust und der brennt das sofort, ne? Also ich war immer ganz scharf auf die Tücher, aber leider hat er das nicht immer so oft mitgebracht, weil natürlich jeder diese Tücher mitnehmen wollte in der Werkstatt. Aber ab und zu kam er dann damit an und dann war ich erstmal wieder gerettet für ein paar Wochen, dass ich diesen blöden Ofen anbekommen habe. Das ist gar nicht so einfach, ne, den anzuschmeißen. Weil das Holz natürlich auch unten, wir haben es im Schuppen gehabt, da wird es auch feucht, ne, durch die kalte Luft im Winter und den Schnee, der natürlich dann draußen ist, ist das ja auch feucht in dem Schuppen. Naja, gut, dann brennt das erstmal an. Nehmen wir mal an, das brennt dann richtig gut. Dann musst du alle Öffnungen aufmachen, damit ordentlich Luft reinkommt und das brennt. Und wenn der richtig angebrannt ist, der Ofen mit dem ganzen Kohle, das dauert so ungefähr 1,5 Stunden, dann ist das brütend heiß in diesem Zimmer. Also das ist wie eine Sauna. Da musst du es aber doch noch ein bisschen brennen lassen, damit eben die ganze Kohle auch richtig durchbrennt. Und dann kannst du es runterdrehen. Dann wird auch die Hitze wieder weniger in dem Raum. Aber in der Zwischenzeit bist du natürlich nass geschwitzt. Ja, und wenn du dann mal auf Toilette musst, dann ist es da eiskalt. Ich hatte das Problem erzählt. Ne? Da kann man ja nur krank werden. Und im Sommer, wie gesagt, war das alles nicht. Es war alles toll. Und aber im Winter, so im Herbst, wenn der Ofen eben wieder aufgestellt wurde in die Zimmer, ne, den haben wir dann immer weggenommen im Frühjahr und alles sauber gemacht. Und im Herbst kam das dann wieder rein. Und dann begannen auch die Krankheiten. Und das Ganze hat mich irgendwann, nicht genervt, das ist das falsche Wort, es hat mich kaputt gemacht. Ja, es hat mich, die Krankheiten der Kinder haben mich total ausgelaugt. Und dann kommt noch dazu, dass du irgendwann natürlich so gut integriert bist und so gut Türkisch sprichst. Mein Türkisch war damals viel besser, als es jetzt ist. Ich konnte wirklich, also ich würde sagen, ich habe perfekt gesprochen. Also man hat es kaum gehört. Ja, die Leute, die da waren, haben gesagt, man hört das gar nicht. Ja, fast gar nicht. Also nur minimal. Ja, inzwischen hörst du, dass ich mit Akzent spreche, ne? Aber damals hat man das gesagt. Ich weiß ja nicht, das kann ich nie einschätzen, war mein Türkisch sehr viel besser. Und ich habe ja
dann auch zwischen den Zeilen lesen können. Ich habe mich immer so ein bisschen fremd gefühlt. Ja, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich so richtig in diese Gemeinschaft hineingewachsen bin. Ich war immer die Deutsche und ich war immer jemand, der eben vieles auch anders macht. Ja, und aufgrund dieser Tatsache ist man eben nicht wie alle. Das ist wie so ein schwarzes Schaf in einer weißen Herde. Du bist vielleicht, machst vieles vielleicht richtiger als die anderen, aber es ist ja trotzdem anders und damit schon mal aus der Reihe tanzend. Ja, das hat man mir nie absichtlich so gesagt oder spüren lassen, aber ich habe es gemerkt. Ich habe mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Die Kinder nicht, für die war alles toll, ne? Und auch unter sich, aber das war nie ein Thema. Aber für mich war es vorbei. Ja, ich wusste, ich möchte zurück. Das hat vieles zusammengespielt und mich zu dieser Entscheidung gebracht. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Denn auch das ist mein Weg, der für mich aufgezeichnet worden war. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.